Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, alle 5 Minuten. Vor uns liegt nun ein völlig entstellter Antrag. Er gibt vor, Opfern von sexueller Gewalt helfen zu wollen, verschlimmert aber in Wirklichkeit ihre Situation. Diese Tragödie begann 2012, als meine Fraktion Die Linke einen Antrag für ein Bleiberecht für Opfer von Menschenhandel einreichte. Der federführende Innenausschuss gab ein Jahr lang keine Stellungnahme zu diesem Antrag ab. Dann waren wir als Linksfraktion gezwungen, am 7. November 2013 einen Brief an den Präsidenten zu schreiben. Ein Monat später wurde der Antrag dann endlich im Innenausschuss behandelt. Doch was passierte dann? Ohne verständliche Begründung wurden wir mit einem mündlichen Änderungsantrag konfrontiert. Dieser Änderungsantrag wurde nie an die Mitglieder des Ausschusses verteilt. Erst in der Ausschusssitzung am 13. Januar 2014 erhielten wir diese als Tischvorlage. Das ist, meine Damen und Herren, absolut unprofessionell. So etwas habe ich in meiner gesamten Zeit hier im Abgeordnetenhaus noch nie erlebt. Es macht aber auch deutlich, dass die SPD zur CDU-Koalition nicht bereit ist, tatsächlich etwas für den Schutz der Opfer zu tun. Dabei haben wir wirklich nichts Revolutionäres gefordert, nur einfach die längst überfällige Umsetzung einer EU-Richtlinie. Kern dieser EU-Richtlinie ist der menschenrechtsbasierte Ansatz, dass beim Umgang mit Menschenhandel das Opfer in den Mittelpunkt zu stellen ist. Dabei ist das Aufenthaltsrecht der Dreh- und Angelpunkt. Solange Betroffenen von Menschenhandel nur als Zeugen gesehen werden, werden sie weiterhin missbraucht, nicht nur von den Menschenhändlern, nun auch von staatlicher Seite. Sie sagen, für Sie stehe die Kriminalitätsbekämpfung im Vordergrund. Das ist auch wichtig und richtig, doch genau die funktioniert nicht, wenn das Opfer nicht ausreichend geschützt wird. Schlimmer noch, die Frau wird unter Generalverdacht gestellt, ein Aufenthaltsrecht erschleichen zu wollen. Mit Verlaub, das sind ja fast indische Zustände, Verhältnisse, in denen sich die Frauen befinden. Rechtlich gesehen haben die Opfer einer Straftat, die in Deutschland begangen wurde, und das trifft ja in diesen Fällen ja auch zu, einen Anspruch auf medizinische Behandlung, Bildung und Ausbildung, auf juristischen Beistand und auf Wiedergutmachung. Das alles ist ohne einen gesicherten Aufenthaltsstatus nicht möglich, meine Damen und Herren. Eine Frau, die Opfer von Menschenhandel ist, wird lediglich als Zeugin gesehen. Damit kann sie der Gewaltspirale nicht entfliehen, Herr Juncker. Das begünstigt wiederum Menschenhandel in diesem Land. Es ist mittlerweile auch kein Geheimnis mehr, dass Sie, Herr Henkel, Ihre Finger im Spiel hatten. Die Änderungsvorschläge tragen Ihre Handschrift, Herr Henkel. Und einmal mehr demonstrieren Sie Ihre Unkenntnis von EU-Richtlinien, Herr Henkel. Und statt diese umzusetzen, kritzeln Sie in unserem Antrag rum und entstellen ihn völlig. Nun widerspricht sogar der Inhalt der Überschrift. Wir wollen die Opfer schützen und Sie stellen sie unter Generalverdacht. Das ist unerhört. Skandalös ist auch, dass die SPD-Fraktion dies mitträgt. Liebe SPD-Fraktion, es ist nicht zu fassen, wie wenig sozialdemokratische Grundsätze in Ihrer Politik übrig geblieben sind. Während unserer gemeinsamen Regierungszeit, hatten wir immerhin noch einen Innensenator. Die Zeiten sind ja, also an die will ich kurz erinnern, einen kompetenten und einen beliebten Senator. Man vergisst es schnell, dass so etwas mal gab. Zu dieser Zeit jedenfalls war einer der wichtigsten Grundsätze der Innenpolitik, dass der Opferschutz im Mittelpunkt steht. Mit diesem Antrag haben Sie sich nun endgültig
von dieser Prämisse verabschiedet. Das ist wirklich meines Erachtens antidemokratisch, meine Damen und Herren, antisozialdemokratisch.